In Darmstadt ist ein Junge beim Spielen ums Leben gekommen. Er kletterte auf einen Wagen, erlitt einen Stromschlag. Foto, Einsatzreport Südhessen Darmstadt, schlimmes Drama am Bahnhof Kranichstein. Ausrufezeichen 18.18 Uhr, vier Kinder spielten an den Gleisen. Ein Junge, 13, kletterte auf einen abgestellten Güterwagen, kam in die Nähe der Oberleitung. 15.000 Volt strömten durch seinen Körper. Ein Anwohner sah den Lichtblitz und rief den Notruf. Sofort rückten die Rettungskräfte aus, konnten den Jungen aber nicht mehr retten. Er starb noch an der Unglücksstelle. Noch ist unklar, wieso der Junge auf den Wagen kletterte. Foto, Einsatzreport Südhessen. Die anderen Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen, alle 13, wurden von Notfallseelsorgern zu ihren Eltern gebracht. Bundespolizeisprecher Peter Dickel, noch ist unklar, warum der Junge auf den Wagen kletterte. Zuerst hatte hessenschau.de darüber berichtet. Mehr aktuelle News aus Frankfurt und Umgebung lesen Sie hier auf frankfurt.bild.debs. Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild Frankfurt? Und folgen Sie uns auch auf Twitter. Teilen auf Google Plus per WhatsApp, verschicken per Mail, versenden.